Millimeter. Millimeter. Es ist möglich. Ich glaube, es ist echt machbar. Es ist machbar, da hochzukommen. Mit Speed und allem. Achso, du probierst es so. Probier mal hier hochzukommen und dann oben auf die Plattform, wo wir gestartet sind. Der hat mich gerade mega weggebounced. Aber Daddy hat eine geile Idee. Zombie Apocalypse. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zur Freitagsepisode von Let's Play Grand Theft Auto 5 Online. Zusammen mit Monsieur Fat Nasty und natürlich ist die Leonie wieder dabei. Hallo Leute! Hallöchen. Ihr wisst Bescheid, Leo hat kein Headset, das sollte aber nicht den Spaß mindern. Wir spielen die Map nur für Kevin von dem lieben Cap Charism. Ich glaube, von dem Mann hat man noch keine Map, aber ich grüße dich an der Stelle. Hallo! Oh yeah! Und Leute, ich habe endlich wieder eine Maus, mit der ich auch scrollen kann. Oh mein Gott! So, der erste Punkt. Nein, doch, Möwen hoch. Dachte ich auch eben. Lol. Danke, Rockstar. Oh, lol. Ich spring erstmal. Oh, 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 oh. Das ging ja schon sehr gut los. Fullspeed oder was? Auf keinen Fall. Ja gut, doch ein bisschen mehr Speed als vom Spawn drauf. Ich war gerade zu kurz. Oh lol, ich bin so dämlich, ich bin so dämlich. Sag's nicht zu laut, wir wissen das bereits. Oh, war ich lucky. War Alter, das lucky. Was hab ich denn jetzt hier gerade wieder für ein Ladekringel? Tja, ja, wie gesagt, die selber aktuell ist im Müll. Mit den RAM-Riegeln konnte ich bisher leider noch nicht klären. Also nur teilweise. Ich wollte mir ja RAM-Riegel holen. Habe ich auch. Nur die falschen. Hihi. Warum ist mein Radio jetzt nicht an? So. Ich will ja meine Mucke haben. Nein. Oh mein Gott. Oh, das Schöne ist, dass du das geschafft hast, ne? Ja. Du musst es noch ein paar Mal schaffen. Du musst erstmal gemütlich umwenden. Hab's. Easy. Hier oben der Punkt schon, oder was? Ja. Danke, Mapperbauer. Also da muss ich sagen, okay. Okay, wir kennen einige Maps. Oh, lol. Ich verkack's. Der Wallride ist interessant platziert. Ja. Ich hab's aber noch geschafft. Ich nicht, bin leider abgerutscht. Oh, ja, GG. Wow. Das ist... Ja, ich dachte dazu einfach gar nichts mehr. Oh lol, mich überdreht's da so, aber ich hab's. Da ist jemand auf jeden Fall ein bisschen eskaliert. Oh lol! Ja, du meinst den Hindernis-Wallride? Ach du Scheiße! Wie sagt man so schön, unter oft kommt oft, oder? Nee, hä? Als ob du da jetzt durch bist. Nein, lange nicht. Wo ist der Punkt überhaupt? Lol! Lol! Nice! Nur schön, dass man nicht auffahren darf. Ah, das Ding ist knackig. Gut, dass ich den Kontakt ausgemacht habe. Schöne Wände, oder? Oh, lol! Wie? Ich weiß nicht, also ich kam bis zu dem, bis zu der ersten hinteren, hier Looping-Dingsbums. Und dann kam ich nicht schnell genug hoch. Lol! Die Auffahrt ist dezent scheiße gebaut. Naja, die Auffahrt geht klar, aber. Oder halt das, was nach der Auffahrt kommt. Ja. Lol! Da ding, 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 ist gut. Jemand voll eskaliert von den Hindernissen her. So, ich hab jetzt eine funktionierende Map gebaut. Das darf doch nicht bleiben. Was mache ich jetzt dagegen? Ich find's eigentlich so gar nicht so verkehrt, aber. Wie soll ich nach der Röhre wieder vernünftig hochkommen, das ist die Frage. Mein Problem ist nicht die Röhre, mein Problem ist, es kommt ja das Tor, dann kommt ja dieser halbe Looping. Ja. Und dann musst du ja von unten nach oben ziehen. Da finisht mich immer raus. Oh, ich bin an dem vorbei, dann da. Und genau da war es. Ah! Genau das da okay. Passiert. Alles da, ja, alles da. Wow! Ach, da unten gibt's auch lang, okay. Please!
Du dummer Hurensohn! Wenn ihr bei den Toren seid, bei dem blauen, müsst ihr das untere nehmen. Bei dem... Okay, alles klar. Weil das obere ist mit dem Zaunzug. So, weißt schon, so ein Drahtzaun. Ja. Oh Gott! Wir haben einen kleinen Hurensohn hier. Okay, okay. Das ist einer der etwas schwierigeren Maps von mir jetzt, glaube ich, oder die wir hier jetzt zocken. Also, ja, was heißt von mir? Also auf meinem Kanal meine ich jetzt. So. Aber es könnte gleichsam auch eins der wichtigsten Videos heute sein. Also Leute, schlägt euch an. Okay, der Punkt ist. Ich will nämlich nicht hinterher aussehen bei anderen YouTubern wie der letzte Lappen. Das wäre ganz geil. Bewerbung ist da! Okay. Man fährt da runter. Ha. Ich fühle mich gerade dezent getrollt, weißt du? Ja. Nämlich guck dir mal die Map an, guck mal, wo du hin musst. Ja, ja. Aber der hat da hinten 100 Pro in der roten Röhre, hat der Safe Call. Der Checkpoint ist auf dem Pfeil. Auf was für ein Pfeil? Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ist der Checkpoint auf dem dicken Pfeil in der Mitte, ja. Respawn mal hier. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's. Wie kommt man da hin? Indem man den Wallride fährt, mein Freund. Wie? Er ist voll am Überlegen schon, wie man cheatet, ne? Ohne Witz. Nein, der Wallride geht nach unten. Du musst aber irgendwie nach da oben kommen. Ah, fick dich! Voll gegen dieses Blaue geklatscht, please. Oh. Nein! Nein! Was denn? Knapp am Punkt vorbeigeflogen? Ja, so ein bisschen. Aber wahrscheinlich solltest du da absolut nicht hinfliegen, wo du hingeflogen bist. Nee. Du musst wirklich Topspeed fahren. Es gibt eine Stelle, da hast du einen Sprung im Wallride. Da ist halt eine Lücke. Ist easy zu machen. Wenn man Fullspeed fährt. Ja. Und das hatte ich eben nicht, ich bin hier gerade voll Möse lang getuckert. Boah, ich fahr auf und knall direkt gegen das Auto. Mhm. Kann man auch so viel gegen machen. Ah, fuck. Mit ein bisschen Speed kann man ohne Probleme über den einen roten Pfeil rüber. So habe ich das eben auf jeden Fall gemacht. Oh, welchen shit. Einen roten Pfeil? Ja, der da als Hindernis eingebaut ist. Der dann so nach oben zeigt. Das war's. Oh, fuck you. Ja. Alter. Synchron verkacken. Ja, geil. Weil die Freundschaft natürlich erzählt. Natürlich haben wir zusammen verkackt. Weil na die Freundschaft klar. Sind. So ist es, Ladies and Gentlemen, zum selber zocken. Map unten in der Videobeschreibung. Oh yeah. Macht man das theoretisch? Bringt dir ja nichts, du brauchst ja den Punkt. Ist das der Level Asian? Ja, oder? Ja, okay. Zählt als Level Asian, aber es bringt dir doch trotzdem nichts. Brauch mehr Speed. Es bringt dir nichts. Nach dem Zug... Du kannst dir hinten vielleicht auffahren. Da, als ob du jetzt cheaten willst. Ja. Es bringt euch nichts. Ihr müsst doch erstmal den Punkt da hinten einsammeln, ihr Lachsnacken. Der Ares, der Punkt ist der gesamte Wallride. Da sagt er erstmal gar nichts mehr. Ja. Gut. Meine Leute haben schon wieder richtig Bock auf die Map hier. Natürlich. Probiert aber selber. Er arbeitet gerade tatsächlich mit AdWords und was ist da alles. Hat er aber auch reingeschrieben. Also die Map ist knusprig schwer. Das muss man den lassen. Warum wie das von hier außen aussieht, um das Auto zu sehen. Oh ja. Yeah. Oh fuck! Lol. Ja, der gesamte Wallride ist der Punkt. Ja, GG. Na, wahrscheinlich noch irgendwo sinnlos rumfahren?
damit die anderen Punkte noch verbraucht werden und die Streckenlänge ist 1 Kilometer. Fertig. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Map einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Schön, Leonie. Ach ja, ist off, ey. Fuck. Du musst durchs Ding fahren, ne? Durchs durch was? Die Baustelle. Durch das Gebäude durch. Ja, ist ja nicht das Problem. Eigentlich. Hatten wir hier schon häufiger, auch beim lieben Freshwise. Grüße an dieser Stelle gehen raus. Ja, und mein Lieblingselement ist auch da. Okay. Container hinter Container hinter Container hinter Container. Hm. Grüße an den lieben Fresh gehen raus. Finde ich aber nicht so cool, dass du deine GTA-Streams jetzt irgendwie auf Twitch überträgst. Aber ja gut, musst du wissen. Wahrscheinlich ist das für dich ein bisschen ertragsreicher. Keine Ahnung. Davon kannst du ausgehen. Ja. Du musst so sehen, Twitch kannst du in dem Sinn am ersten Tag Geld machen. Ja, ich weiß. Ja, Fresh hat auch für YouTube die richtige Größe schon, um Geld damit zu machen, davon mal ab. Klar, es ist nicht viel, was er da kriegt, aber na klar kriegt er Kohle. Oh. Los. Nein, es war wieder zu niedrig. Also, pass auf, bei dem Zugwaggon, ich dachte, der kleine Huso ist genauso ein Assi wie ich. Ist er nicht. Also, das Ding ist... Man kann unter dem Punkt cheaten. Man kann unter Waggon lang. Du musst aber übelst krass danach wieder nach oben ziehen, weil du wirklich den Winkel brauchst. Ich bin wieder dran vorbei gewesen, bin aber unten an den Wallride geballert. Und das ist natürlich scheiße. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Das ist kacke. Oh lol. Also diese Autos am Anfang sind echt krebserregend, ey. Ja. Wollen, entweder man kommt halt glücklich rein oder halt nicht. Naja, gut. Also, wenn du den Wallride richtig als Führung nimmst und dich dann ausrichtest, sollte es gehen. Nee, irgendwas hat mich gerade. Gegen das untere erste Auto. Der Busch hat mich gebremst, Junge. Nee, das Problem habe ich überhaupt nicht. Lol, ich bin gerade vom Pfeil abgehoben. Nice. Nee, eher weniger nice, aber. Der Dude ist abgehoben. Nein, das bist du. Warum bin ich abgehoben? Weil du der YouTuber hier bist. Nein! LOL! Mann! Das war so selten behindert, Ares. LOL? Ares, das war selten dumm. Aber hier kann man auffahren wieder. Ares, du kleiner Lacker. Ja! Nützt mir nur nix. Oh. So, jetzt bin ich in der roten Röhre. In der zweiten sozusagen. Hier sind zwei. Ja, und damit hat sich das mit dem Lack komplett erledigt. Außer Tiere. Ja. Und zwar ziemlich hart assige. Jo. Bist du durch die Baustelle schon durch gewesen? Nein. Ich hab's nur durch den Sprung gesehen. Okay. Mann, ich brauch Winter. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Alles da. Nein, du könntest eventuell wieder hochfahren und einfach von oben aus runterspringen. Man muss immer einen Weg finden für Cheaten. Ja. Fuck. Semi-geil. Oh. Oh, ey, aber ganz ehrlich, das mit diesem Blau und so, jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, dass man da unten lang muss. Ich hab's mal getestet, weil der Winkel oben wäre eigentlich geiler. Hä? Scheiße. Ach so, ja. Ja, da hat er aber oben dieses Kackding. Genau, und da sieht man, das so scheiße, später ist vorbei. Ja, das hab ich auch gemerkt. Oh ja, da komme ich durch. Was? Ja, hier geht's auch. Ja, so von der Höhe her würde es auf jeden Fall passen. Aber. Ja, aber halt nicht von, da ist ein Zaunfaktor. Ja. Das ist dezent belastend. Oh lol, jetzt war ich viel zu schnell. Hä? Ja, Leute, wenn ihr da noch durch seid, ne? Da sind noch die ganzen Stangen.
Dann kommt Micha Flip, Leute. Ich weiß. Wie du weißt. Bist du da echt jetzt drauf schon, nein, oder was? Ich bin runtergesprungen. Du musst einfach mal hier hochfahren, einfach mal runterspringen, das siehst du alles relativ gut. Und da kommt man fast Cheater hoch. Immer diese Cheater, ey, ohne Witz. Fullspeed. Naja, du musst bedenken, du brauchst genug Speed, um mal kurz über Kopf zu fahren. Vielleicht. Ja, ich hab's da auch schon probiert, aber da kam ich gesetzlich nicht aufgefahren. Millimeter. Millimeter. Es ist möglich. Ich glaube, es ist echt machbar. Es ist machbar, da hochzukommen. Mit Speed und allem. Achso, du probierst es so. Probier mal hier hochzukommen und dann oben auf die Plattform, wo wir gestartet sind. Der hat mich gerade mega weggebounced. Aber Daddy hat eine geile Idee. Daddy hat eine richtig gute Idee. Ah, scheiße. Das war nicht die Idee, by the way. Was, verkacken? Nee. Ja, nee. Und mir ist warm des Todes. Ich weiß nicht warum. Ich bin mega angespannt heute. Ich glaube, das sieht mir auch an. Du bist halt einfach heiß. Oder nicht? Ich bin ein extrem heißer Typ. Schreibt's in die Kommentare, Mädels. Wehe. Hat er leider mitgedacht, oder? Oh! Ach, Mann, der Typ hat auch noch mitgedacht. Was? Map-Erbauer, die mitdenken, das geht gar nicht. Ah! Also, ja, Hindernis-Wallride, alles gut. Aber bitte nicht so aussehen. Naja, es ist ja eine Wunschmap von einem YouTuber, ne? Ist ja für den YouTuber LP McKev gebaut, das Gerät. Hä? Bauen auch gleich ein Gerät. Ich glaube, da kann man echt. Okay, alles da, Idee ist da. Es ist hart assi. Es ist richtig hart assi. Und hart assi Maps erfordern hart assi Maßnahmen. Ja. Aber die funktionieren nicht so ganz, die ich mir vorstelle. Mir hat ein halber Millimeter gefehlt, dann hätte ich es auch geschafft. Es ist möglich, mit Kurt Boosting aufzuzeugen, glaube ich. Wenn man wirklich komplett durchboostet. Und es auch richtig kann. Bist du da, ich will mal sagen, geübter. Mhm. Im Bescheißen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee. Das ist nicht der richtige Ansatz, Monsieur. So, kommt man da hoch? Das müsste da doch. Oben. Das müsste echt gehen. Also, ja, du kommst doch, ich bin oben. Wo bist du? Oben auf der Spawn-Plattform. Als ob. Und das, wenn man richtig trifft, geht. Hä? Du kannst den Looping, den wir halb gefahren sind, den Straßenelement hochfahren. Ja, und dann? Du musst den Booster nehmen und dann Körper boosten, dann bist du höher als der Punkt. Du könntest theoretisch reinspringen. Hä? Du musst halt die komplette Strecke aus Körper boosten. Ach so. Nicht vorwärts fahren, sondern zurückfahren. Mit Körper boosten durchgehen kommst du hoch. Blub, blub. Da komplett wieder hoch oder was? Ja. Ja, nützt mir aber nichts. Nach einer gewissen Zeit ist es vorbei. Nein. Du kommst ich nicht bin in doch hier oben. Du bist oben. Ja. GG. Also, ich komme da nicht hoch. Zumindest nicht mit der Mieze. Hast du den Speed am Anfang mitgenommen? Ja, natürlich. Hast du seitdem, ab dem Moment, ab du kannst, geköpfboostet hier mit? Jo. Auch, wo du über Kopf warst? Musste ja, sonst klappt's null. An einer Zeit verliert der Grip. Ich weiß, es geht grad so. Bin in die Röhre reingetroffen worden. Ja, nee, bei mir nicht, also, da ist vorbei. Ah, komm. Ja, es geht. Ich hätte ein bisschen weiter rechts abspringen müssen, dann hätte ich den Punkt. Ja, Shishi. Schummel, Alter. Schummel Potter weiß Bescheid. Es steht hier nirgends, dass du den Wallride fahren musst. Deswegen hast du auch gefahren, Level Asian und so. Es ist ein Level Asian. Hat Ares und mir gesagt. Dementsprechend falsch. Mich tut mir leid, lieber Mapperbauer. Ares ist schuld. Ha! Nein! Jetzt häng ich schon wieder in dieser Scheiße.
please. Meine Fresse. Was man hier alles am Stück zeigen muss, ne? Ohne Witz. Nein. Ey, diese scheiß Aussortierer, ey. Ohne Witz, ne? Bin gar nicht übertrieben. Mega aussieht. Ey, so Safe Call. Hier musste hoch. Ey. Nein. Ja, es ist alles andere als einfach, was wir hier gerade machen. Ja. Aber, Leute. Ja, nö. Cheater. Ohne Witz. Immer diese Cheater, weißt du? Leo, zieh das mal rein, der hat kleine Nüsse. Es steht irgendwo, dass man Robert fahren muss? Ja. Es ist eine Level Age, ne? In der Map-Beschreibung. Und jetzt hast du wahrscheinlich nur noch so einen lausigen Punkt und das Ziel, oder was? Also, ja, so ziemlich. Ja, GG. Oder warte, hier kommt noch ein Sprung. Wow. Ne, ich weiß noch nicht mehr, wo ich hin muss. Ach, da oben aufs Dach. Dann musst du auf die Baustelle hochfahren. Ey, die ganze Zeit. Nee, ich komm nicht da hoch. Warte, ich guck dir gleich zu, vielleicht kann ich da was reißen. Es bringt null. Was für Reifen hast du drauf? Ja, richtig geile. Nee, klasse. Ja, keine Ahnung. Als würde ich mir das merken. Gelände, sagen wir es mal so. Nein, Gelände ist es definitiv nicht. Na gut, dann kommst du, dann musst du auf jeden Fall hochkommen. Ja, GG. Oh, es lädt. Erst noch, wie settest du dein Auto, dass das wieder komplett heil lädt? Ja, ist mir schon klar. Trotzdem komme ich da nicht hoch. Das ist nicht wahr jetzt. Nein, nicht so anfahren. Du schaffst es nicht, das ist klar. Ich schaff's genau die ganze Zeit schon nicht so. Du musst die komplette. So wie du es anfährst, habe ich es auch am Anfang probiert. Du musst schon da, wo die Straße aufhört, anfangen sozusagen. Ja, habe ich vorhin auch schon gemacht, hat null gebracht. Das war jetzt fast schon der beste Try, den ich hatte. Nimm den Speed gerade, dann kriegst du eine komplett. Krieg ich auch so. Hat genau die gleiche Wirkung eigentlich. Warum kackt deine Kiste da oben ab? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich hab die Standardfelgen drauf eigentlich, so, ne? Ja, dann fahr bitte ins Ziel und gut ist, weil das triggert... Ja, bin ich doch schon. Das triggert... Ach ja, bist du ja, sonst könntest du ja gar nicht zugucken. GG, Ares. Nimm mal wirklich den Speed komplett und guck, dass du möglichst nicht an der Wand hinkleibst. Und das war eigentlich schon zu spät angefangen. Was für zu spät angefahren, Alter? Ne. Boah, ey, ohne Witz, nee, das nervt. Schade. Ah, Gott! Das wäre jetzt geil gekommen. Ah, nein! Wie lange nehmen wir schon auf? 23 Minuten schon? Ernsthaft? Na, warte. Jetzt habe ich die Schnauze echt ein bisschen geschlichen voll. Leo versucht's aber eifrig, ne? Bin stolz auf dich, Leo. Wie du noch lernen musst. Bin auf mich gerade überhaupt nicht stolz. Ich fahre gerade wie der letzte Idiot. Okay, hat sich gerade erledigt. Aber, probier mal Folgendes. Du ziehst immer komplett drüber. Alt F4 versuche ich. Nein, gleich. Probier's nur mit Curbboost. Bleib aber mit deinem linken Reifen permanent auf dem Curb drauf. Ich immer nur so kleine Bewegungen, dass du gerade so rüberkommst. Ja, ist gar nicht so einfach, weißt du selbst. Ich weiß. Und das war schon zu wenig Anfahrgeschwindigkeit. Genauso. Na, das war's. Es schmiert übel früh bei dir ab, ey. Ja, ich weiß. Irgendwas schmeckt dem von dem Tuning nicht. Könnte eventuell sein wegen deiner Frontlippe. Ich hab keine Ahnung.
und probiere mir den Speed auf beiden Reifen zu nehmen. Siehst du, was ich meine? Ich verliere jetzt schon. Hat keinen Sinn, Freunde. Ziemlich wertvoll, die Scheiße. Lol. Frontal gegen die Wand. Das war jetzt ein bisschen zu schnell vielleicht. Das war... Genau das ist mir die ganze Zeit passiert. Ah, schade, hätte ich mich jetzt gerettet. Das wäre so pro-like, ohne Witz. Leo, ich würde sagen, bis 30 versuchen wir. Sonst, ich würde sagen, Leo kann ja vielleicht mal probieren, noch zu kommen. Vielleicht schafft sie es. So, Leonid. Okay. Hä? Nee, es hat bei mir gerade mega geleckt und Leonid ist bei mir gerade Luft rumgefahren. Du fährst jetzt geradeaus, nimmst den Speed und fährst dann immer so leicht über den Korb drüber. Weißt ja, wie es funktioniert. Oh. Mit dem rechten Reifen bitte, wenn du rechts fährst. Immer mit dem Reifen, der näher an der Straße ist. Also an der Map... Boah. Muss ich echt kapitulieren oder was? Das ist echt ein bisschen traurig. LOL! Oh Mann! Please. Genau so. Ey, ich hatte heute nur ein bisschen echt einen harten Arbeitstag. Die rechte Seite von der Kante, nicht die linke. Also Leni kommt ohne Curb-Boosting genauso weit wie du. Ja, GG. Ich glaube, irgendwas passt an deinem Tuning nicht. Das ist voll aufgetunt, die Karre. Ja, ich hätte einen T20 nehmen sollen, sorry, aber ist so. Ich weiß schon, aber so ist GTA, meine habt ihr auch irgendwie geschafft. Ja, GG. Das hatten wir ja schon mal mit der gleichen Performance und bla bla. Ja. Ist das belastend? Ist das belastend? Schade, dass da Stangen sind. Vor allem kommt da noch so ein Micha-Scheiß-Ding weg. Ja, GG. Hab ich gerade gesehen. Warum du könntest eventuell, wenn du Glück hast, aus dem Wallbite oben rausfahren. Den normalen Anfang und dann nach rechts oben rausspringen. Geile Idee. Dass du auf die zweite Hälfte kommst. Hätte Leo gerade fast geschafft, aber da war leider eine scheiß Stange im Weg. Lol. Ey, was da alles noch für Scheiße kommt. Genau deswegen. Weißt du, es hat seine Gründe, warum ich das getan habe, was ich getan habe. Also, liebe Freunde, würde ich sagen, bis die Uhr auf 30 ist. Weil ich hatte heute echt einen harten Arbeitstag und verliere irgendwo auch die Geduld dann. Jetzt muss ich gleich bei Counter-Strike wieder Frust abbauen. Ja. Das ist ja... Mann! Scheiß Kram! Fick dich! Ohne Witz! Oh. Oh. Was du noch probieren könntest, wären um 5. Ich probiere hier gar nichts mehr. Gleich. Ich habe gerade richtig scheiß Laune. Ich bin jetzt 10-mal gefühlt durch und 10-mal gegen diesen fucking Kran geballert. Ich bin gerade wirklich schlecht drauf, Alter. Die optimale Stimmung für dich, Leute. Ja. Ich hole mir schnell was zu trinken, gleich wieder da. Gritsch. Technik, die begeistert. Oh ja. Yeah. So, jetzt bin ich mal über den Kran rüber und rutsch vom Wallwald, oder? Nein, ich hab's echt überstanden. Jetzt aber habe ich's verkackt. Geil. Geil. Unten bleiben. GG. Oh Mann. Ja. Nein! Och man, diese Aussortierer. Please. Also diese Aussortierer, muss ich ganz ehrlich sagen, die triggern mich gerade gut.
Lass mal die Karre heile, so einigermaßen. Ja, danke. Oh, wieder da. Baby. Wie soll das gehen? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich weiß. Hast es geschafft und hast keine Ahnung, wie die Map geht. Das ist so traurig, ehrlich. Schande. Es gibt so einen Spruch, nennt sich Dreistigkeit siegt. Ja, GG. Achso, dieser scheiß Kran. Ja, genau dieser. Ah, nein! Und da kann man sich nämlich nicht retten. Ich hab's schon probiert. Oh. Kannst du dich nicht drehen? Nein, da kann man sie nicht mehr auffahren. In der Röhre davor geht's, aber in der danach nicht. Nee, also, vielleicht von der Röhre dann aus in den Punkt rein. Bumerangen. Du kleiner Cheater. Ja. Es gibt Sexperten, erst die Cheatperte. Jo, ich hab den zwei schon abgegeben, weißt du? Kein Gas mehr gegeben. Hätte ich doch Gas gegeben, hätte ich mich vielleicht noch retten können. Ja, wir haben ihn gewonnen. So, auf der Uhr steht 30. Liebe Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare. Habt ihr die Map geschafft? Wenn ja, in welcher Zeit? Und bitte, haut eine geilere Zeit als hier. Schied Fab Nasty raus. Der Schied Nature, Alter. Na gut, wenn man so macht wie ich, kann man die Map nur von 3 Minuten schaffen. Ja, pst. Kannst du aufhören, unseren Zuschauern solche Tipps zu geben? Danke. Ich fühle mich schon schlecht, dumm, dass... Nein, habe ich auch nicht behauptet. Nur wenn du all deine Zuschauer für dumm hältst. Als ob ich... Geh scheißen, ey. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, zum selber zocken, unten ist die Map verlinkt. Schaut da rein, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn euch die Episode trotz des Fails gefallen hat, lasst es mich durch den Däumchen nach oben wissen. Die nächsten Maps schaffen wir, versprochen. Und dann ist mir das auch egal, ob ich in Überlänge produziere. Nur heute ist das alles in allem etwas schwieriger. Ihr könnt natürlich komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr künftig einfach nichts mehr verpasst. Würde mich freuen. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöne Bitte! Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!